Darf man Bilder mit Namen Allahs und Prophet zu Hause aufhängen? Warum hängt man diese Bilder auf? Was beabsichtigt man mit einem Bild, Name Allah und Name des Propheten daneben? Was will man damit? Segen? Dekoration. Ist der Name Allah für Dekoration gedacht? Ist der Name vom Propheten für Dekoration gedacht? Sind die Ayat von Koran als Dekoration gedacht? Das ist eine Erniedrigung für die Ayat und für den Namen Allah, subhanahu wa ta'ala, Namen des Propheten. Aufpassen, Moment. Nicht, dass jemand von euch sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Wo das steht, mache ich sofort. Langsam. Viele Leute wissen das nicht. Viele Leute denken, dass es etwas Gutes ist. Und die sagen, ja, wir haben Namen Allah. Manche denken, die werden Segen dadurch bekommen. Deshalb sollte man erstmal aufklären, erklären und dann handeln. Und nicht so einfach. Deshalb, barakallahu fikum, eigentlich auch, dass man immer den Namen vom Propheten neben den Namen Allah subhanahu wa ta'ala macht, ist falsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.